So, und da wären wir nun beim großen Finale von Pokémon Platin. Wir befinden uns hier in der Pokémon-Liga, natürlich, denn da findet immer das Finale statt. Und wir haben jetzt noch die Top 4 vor uns und dann noch den Champ. Und ich habe mir gedacht, da machen wir gleich mal drei Parts draus, weil alles in einem Part zu machen, das wäre natürlich zu viel. Und heute stellen wir uns dann dem ersten der Top 4 hier. Das wäre Typ... Sieht aus wie Typ Pflanze oder Typ Käfer, ne? So von der Umgebung her. Deswegen packen wir einfach mal Eis nach vorne, denn mit Flugattacken sollte der eigentlich ganz gut hier zurechtkommen. Und wie ihr seht, wir haben hier, oder ich habe hier das Team noch so ein bisschen gelevelt, weil ihr meintet, die Top 4 wären so auf Level 60, also der Champ zumindest. Und da wäre es ja gar nicht mal so schlecht, wenn ich zumindest ein kleines bisschen gelevelt wäre, weil es sonst ein bisschen zu schwer wäre. Ich habe auch noch ein paar neue Attacken beigebracht. Bei Ehrenlauch war es ein bisschen blöd, weil er Eishieb nicht erlernen kann, außer man geht zum Attackenlerner, der aber solche Stücke haben wollte, die ich gar nicht hatte. Oder man züchtet halt. Das habe ich halt beides jetzt nicht parat gehabt. Natürlich wollte ich nicht nochmal extra einen Sneebunner züchten. Und bei Ades war es ein bisschen blöd wegen Donner und so, aber ich denke, das sollte einigermaßen passen. Gut, fangen wir mal hier an. Hallo, willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Herr Baro von den Top 4. Schön, dich kennenzulernen. Ich sollte noch erwähnen, dass ich ein großer Fan von Kehau-Pokémon bin. Sie können böse und hinterhältig sein, sehen dabei aber auch sehr schön aus. Tun sie das? Naja. Möchtest du wissen, warum ich hier Herausforderer empfange? Nun, ich will einfach genauso perfekt werden wie meine Käfer-Pokémon. Also gut, dann wollen wir mal sehen, was du so kannst. Okay, also wirklich Käfer-Pokémon, ja? Also dann sollten wir ja mit unserem Eis gar nicht mal so schlecht aufgestellt sein. Und er fängt mit einem Jan Mega an, der kann bestimmt... Steinkante. Entwickelt er sich nicht, wenn er Steinkante erlernt oder sowas in der Art? War das nicht so? Irgendwie assoziiere ich Jan Mega mit Steinkante und ich weiß nicht mal warum. Der ist bestimmt schneller, als ich es bin, oder? Soll ich wechseln? Aber auf was? Irgendwie ergibt das hier alles nicht so viel Sinn. Komm, versuchen wir es mal mit Fliegen und gucken, was passiert. Wir sind schneller. Aber ich meine, Jan Mega wäre wahnsinnig schnell, oder täusche ich mich da? Kann er nicht diese Fähigkeit, die dafür sorgt, dass er schneller wird, jede Runde? Temposchub oder sowas in der Art? Mit Doppelteam sind wir natürlich hier sehr geowned, weil wenn wir jetzt nicht treffen, wäre das blöd. Oh, zweimal Doppelteam, da treffen wir nicht. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Wir können ja trotzdem auch treffen. Oh, wir treffen sogar! Reicht das? Ich meine, das ist ja effektiv, aber das muss ja nichts heißen. Aber ich meine, die Verteidigung von dem wäre jetzt nicht ganz so gut. Und es reicht sogar, okay. Da hat er mal schön zwei Züge verschwendet. Für ein Doppelteam. So, was kommt als nächstes? Pjondragi. Pjondragi Typ Unlichtkäfer oder Giftkäfer? Ach, was ist es denn jetzt? Ich weiß es nicht. Wir können auch einfach hier bei Eis bleiben, ne? Und gehen einfach nochmal auf Flug. Also auf Fliegen. Auf Flug. Okay. Gut, versuchen wir es nochmal hier und gehen auf Fliegen. Der ist schneller als... Wie kann der denn schneller sein als mein... Eis? Ist Pjondragi so schnell? Ist mal... Hä, euer Ernst? Also wirklich? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass so Pjondragi so schnell ist. Naja, gut. Aber... Auch da triffst du... Aber Eiszahn hat ja gerade 80 Schaden gemacht, ne? Das heißt, wir müssten rein theoretisch noch einen aushalten. Wobei bei Attacken, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen ein Zufallaspekt dabei drin ist. Wobei, nee. Okay. Mal gucken, ob wir jetzt hier vielleicht mal treffen können. Das wäre zumindest ganz schön. Aber ob das ausreichen wird? Es ist ein Normaleffektiv. Das heißt, er ist gar nicht Käfer, oder? Dann ist er bestimmt Unlichtgift. Weil das hatte ich ja so auch in Erinnerung. Aber da habe ich mir gedacht, okay, wenn er hier ist, dann muss er wohl irgendwas anderes sein, oder? Ja, dass Staraptor jetzt hier stirbt, war mir schon klar, aber irgendwas muss ich halt einsetzen, ne? Ja, was mache ich jetzt? Der hat noch die Hälfte übrig. Wenn der wirklich Unlichtgift ist, ne? Gehen wir auf Eika und versuchen irgendwie Erdbeben einzusetzen. Der kann zwar Eiszahn, aber da ist kein Step drauf, ne? Also versuchen wir es mal so. Also ich denke nicht, dass es ausreichen wird, auch wenn das eine doppelte Schwäche ist. Oder oh... Man kann sagen, oder einfach doch. Aber nee. Gut. Damit wäre auch der besiegt. Bisher ist der Typ hier gar nicht mal so schlecht. Von den Leveln her sind wir auch relativ gleich auf. Zu Pjondragi auf Level 53, wir auf 54, also den großen Vorteil haben wir jetzt hier nicht, was die Level angeht. So, Level 55 für Eika. Das ist doch schon mal ganz gut. Und als nächstes kommt Honweisel raus. Was machen wir denn da? Ist der nicht
Typ Flugkäfer einfach, deswegen können wir, glaube ich, mit einer Donnerattacke dem ganz gut Schaden machen. Glaube ich. Das ist echt ein bisschen blöd, weil ich mir mit den Typen manchmal so ein bisschen unsicher bin. Aber ich denke, das sollte passen. Komm, hier den Donnerzahn. Ihr meint jetzt auch, ich soll statt Donner irgendwas anderes beibringen, aber ich habe halt echt nichts anderes gefunden, was jetzt hier so viel Sinn ergeben hätte. Deswegen habe ich es einfach mal so gelassen, wie es war. Schlagbefehl, was macht das? Keine Ahnung, noch nie gehört, glaube ich. Ja, einfach eine Käferattacke anscheinend. Gut. Aber ausgereicht hat es jetzt nicht, deswegen kann mir das eigentlich relativ egal sein. So, was hat er noch? Also bisher... Skaraborn! Ah, verdammt. Ich wollte gerade sagen, da wären wir ja mit Eis eigentlich perfekt aufgestellt. Wir könnten es mit einer Psycho-Attacke versuchen, denn Skaraborn ist doch Käferkampf, oder? Ich hoffe mal, dass das richtig ist. Also dafür, dass wir kein Feuer-Pokémon dabei haben, läuft es ja eigentlich bisher ganz gut. Gut, man braucht ja jetzt nicht unbedingt ein Dingens-Pokémon, ein Feuer-Pokémon, um gegen Käfer-Pokémon gut anzukommen. Alter, wie viel Schaden macht denn das? Wir haben doch ganz gute Verteidigungswerte eigentlich, oder? Da finde ich das relativ krass, wie viel Schaden der hier macht. Wie viel Schaden machen wir? Reicht das? Ach, danke, ein Volltreffer. Gott sei Dank. Ich glaube nicht, dass das ohne Volltreffer ausgereicht hätte. So, als nächstes kommt Scherox. Ja, was mache ich denn gegen Scherox? Scherox-Typ Käferstahl, ne? Da wäre jetzt eine Feuerattacke wirklich perfekt. Da muss ich eigentlich auf Majora gehen und versuchen, das irgendwie mit Surfer umzubringen. Weil alles andere ergibt hier, glaube ich, relativ wenig Sinn. Und Scherox natürlich ein mega geiles Pokémon. Eigentlich so ziemlich mein Lieblingswasser-Pokémon. Wasser-Pokémon. Käfer-Pokémon, würde ich fast sagen. Also reicht das oder reicht das nicht? Ich glaube, Scherox hat eine hohe Verteidigung, aber nicht unbedingt eine hohe Spezialverteidigung. Kann das sein? Das reicht aber nicht aus. Kreuzschere wird aber auch nicht ausreichen, oder? Ich meine... Oder? Hallo? Chill! Reicht das? Oh, ist aber echt knapp. Es ist auch nicht vorbei. Ein Top 4 mit... Ein Top 4-Mann aus der Pokémon-Liga gibt nicht einfach so auf. Und er heilt nochmal, okay. Ja, aber eigentlich haben wir diesen Kampf jetzt gewonnen, ne? Weil er ist ja nicht schneller, als ich es bin. Deswegen wäre Scherox damit auch eliminiert. Deswegen verstehe ich jetzt nicht, warum du noch groß heilst, aber okay. Die KI ist halt so programmiert. Ruckzuckieb. Ja, und jetzt? Ja, aber Ehrenlauch ist doch bestimmt... Oder ist er schneller als Scherox? Versuchen wir es mal, weil ich weiß halt auch so nicht, was ich hier groß machen soll gegen den. Oder? Gehen wir mal auf Lawine. Ne, der schneller als ich es bin. Hat er keine Stahlattacke? Weil das natürlich auch eine Step-Attacke ist, macht es so einiges an Schaden. Und vor allem auch sehr effektive sind tot, ne? Ja. Aber dass der schneller ist als ich, das hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ja, Ades vielleicht? Mein halbes Team stirbt hier gegen den ersten schon. Ja, was soll ich denn machen, wenn er schneller ist, als ich es bin? Da kann ich auch nicht viel machen. Hier, komm. Donnerzahn, reicht das? Es ist ja nur normal effektiv. Aber es reicht, okay. Ich dachte halt echt, dass die Buddha schneller wäre als der, aber nee. Scherox scheint relativ schnell zu sein. So. Ich werde die Niederlage eingestehen. Aber eigentlich wolltest du sehen, wie stark Käfer... Ach, keine Ahnung, was da hier labert, komm. Da verliest man sich einmal und kommt schon gar nicht mehr hinterher, okay. Ich habe mit den schönsten und gefürchtetsten Pokémon verloren. Wir haben verloren, weil ich nicht gut genug war. Das heißt, zurück ins Trainingslager. Kriege ich dann keinen Applaus? Nein, das wäre auch zu viel. Egal, geh dann mal ruhig in den nächsten Raum. Drei Trainer warten noch auf dich. Sie sind alle stärker, als ich es bin. Okay. Ja, das ist natürlich klar, weil die werden hier natürlich alle stärker und stärker und stärker. Gehen wir erstmal hier in den Raum rein und schauen, was die hier so hat. Das sieht aus wie Boden oder Gestein. Ja, das heißt, Majora wäre ja eigentlich perfekt. Oder auch Aika, ne? Mit wem? Ja, fangen wir mal mit Aika an, weil Aika ist immerhin noch am Leben. Aber ich sollte trotzdem mal die anderen hier wiederbeleben. Gehen wir daher mal hier auf ein paar Beleber. So, und damit wären wir jetzt auch schon so gut wie fertig. Ich habe das jetzt wahrscheinlich mal so ein bisschen rausgeschnitten, weil das hier wirklich Ewigkeiten dauert zu heilen, aber gut. Also die wird jetzt bestimmt Boden oder Gestein sein. Also ich meine, schaut euch den Raum doch mal an.
So, wen haben wir denn da? Du bist ja ein niedlicher Trainer, der aber Mumm zu scheinen hat. Zu haben scheint. Hahaha, ich heiße Theresa. Ich bevorzuge Boden-Pokémon. Okay, also wirklich Boden-Pokémon. Zeig dieser alten Dame, was du alles gelernt hast. Boden-Pokémon, ne? Da fängt sie bestimmt mit einem Hypoteros an, weil das diese Sandfähigkeit kann. Wie heißt das nochmal? Sand irgendwas? Ne, ein Welser. Ach, das wäre gleich perfekt hier aufgestellt, weil Welser ist Wasserboden, ne? Das heißt, es hat eine doppelte Schwäche gegen Pflanze. Wir haben nach wie vor hier nur Rasierblatt. Deswegen ist es ein bisschen blöd. Aber der erlernt halt auch nichts Neues irgendwie, ne? Der soll wohl irgendwann mal noch Holzhammer erlernen, habt ihr mir gesagt. Aber keine Ahnung wann. Deswegen muss Rasierblatt jetzt hier mal seinen Job erledigen. Aber Welser wäre schon mal besiegt, aber ist ja klar, dass der das nicht aushalten wird, denn doppelte Schwäche und so. Squagro ist Flugboden, ne? Und gegen Flugboden ist natürlich Eis sehr effektiv. Also nicht Eis das Pokémon, sondern der Typ Eis. Ist immer ein bisschen verwirrend, wenn ich Eis sage, weil unser Staraptor natürlich Eis heißt. Aber mit einer Eisattacke sollten wir jetzt hier den eigentlich one-shotten können. Der ist auch schon... Was, die Bunner nicht wahnsinnig schnell oder täusche ich mich da? Aber irgendwie ist er langsamer als jeder Gegner hier. Komm jetzt Lawine und bring ihn um. Das kann er nicht aushalten eigentlich. Also bisher enttäuscht mich Ehrenlauch schon so ein bisschen. Liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass das Moveset von dem jetzt nicht so geil ist und man anscheinend erstmal so ein bisschen züchten muss, um dann geiles Nibunna zu bekommen, aber trotzdem. Naja. So, Level up, dankeschön. Geowatz, ja gut, da wechseln wir mal aus auf Majora. Der gegen einen Geowatz sollte ein Surfer eigentlich ausreichen, ne? Wenn der Explosion einsetzt, sind wir aber sofort tot. So viel steht fest. Geowatz, auch so ein langweiliges Pokémon, oder? Schaut euch das doch mal an, einfach ein Stein und dann guckt der Kopf raus. Ich weiß auch nicht. Ich finde, es ist jetzt nicht so wirklich gelungen. Ich mag zwar die erste Generation, was die Pokémon angeht, ganz gerne, aber kreativ finde ich jetzt einige davon nicht unbedingt. Auch sowas wie Slimer, Slimog. Finde ich jetzt nicht so geil, um ehrlich zu sein. Rihornior, ja, das können wir auch direkt hier bleiben, oder? Rihornior, ein mega geiles Pokémon, wie ich finde. Der Sprite hier auch mega cool. Neue Entwicklung natürlich hier gewesen für Rizeros. Das glaube ich mit dem Item Beschützer oder sowas in der Art. Beschützer, hieß das so? Schützer oder Beschützer? Getauscht werden musste. Und dann hat es sich entwickelt. Glaube ich, dass es so war. Ich hatte es nie in meinem Team, weil es halt getauscht werden musste. Naja. Ach, und jetzt kommt hier zuletzt noch Hypoteros rein? Ja, aber warum denn? Der kann doch die Fähigkeit, oder nicht? Vielleicht täusche ich mich da auch. Also diese Sandsturmfähigkeit. Ja, also das verstehe ich da nicht so ganz, warum sie nicht mit dem angefangen hat. Aber okay. Weil ich meine, das wäre doch perfekt gewesen, mit Sandsturm anzufangen und dann hätten andere Pokémon vielleicht von der Fähigkeit profitieren können, ne? Ja, das war... Also dieser Kampf hier war ziemlich geschenkt, aber wir waren auch wirklich gut hier aufgestellt gegen die, ne? Also der erste war relativ schwierig für uns. Die jetzt hier aber waren Kinderspiel. Nun, Kind, ich muss schon sagen, das war sehr beeindruckend. Deine Pokémon haben an dich geglaubt und ihr Bestes für den Sieg gegeben. Obwohl ich verloren habe, muss ich doch irgendwie grinsen. Es geht immer noch so schnell weg. Zu schnell für mich. Du bist etwas Besonderes, Kindchen. Mir gefällt, wie du und deine Pokémon bei diesem Sieg im Team gearbeitet haben. Das scheint eure Stärke zu sein. Hahaha, ich glaube, dich hält so schnell keiner auf. Ja, das Einzige, was mich hier aufhalten wird, das wird wohl die Partlänge sein. Denn im nächsten Part schauen wir uns dann Nummer 3 und Nummer 4 der Top 4 an und gucken mal, ob die uns vielleicht ein bisschen mehr Schaden zufügen können als die ersten beiden hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann hier bei Pokémon Platin.